Er wohnte am südwestlichen Rande der Stadt, an deren nordöstlichen sich ein Flugplatz Hektar nach Hektar in die Heide fraß und sich Hangar um Hangar mit modernsten Düsenjägern namens MiG bestückte. Die MiGs schlugen ihre Schneise in den Himmel direkt über das Haus des Mannes. Der Mann fuhr übers Land. Vielleicht ist irgendwo ein Stück Stille, ein Fleck für eine Hütte. Er fand das Hügelchen, 5 Kornheime hoch über dem Bach Satkula, sein Heimatdorf in sich, und 50 Schritt bis zum Rand der weiten Wälder. Auf halbem Weg hinauf verhält der Mann, stützt sich beidhändig auf seinen Stock und betrachtet die mächtige Eiche 3 Schritt vor der Kuppe, als sehe er sie zum ersten Mal. Er kennt sie seit fast 4 Jahrzehnten und oft hat er dagestanden und sie bis in das sperrig feine Geäst des Wipfels bewundert. Vielleicht nicht bewundert, sondern einen unbenennbaren Stolz mit ihrer ruhigen Mächtigkeit geteilt. Stünde er nun so da, dränge dumpfer Schmerz vom Nacken her in die Schläfen. Für einen Augenblick jedoch legt er den Kopf weit zurück, weil sich 2 Kolkraben hoch im Baum laut quarrend unterhalten. Er meint, er kenne die beiden. Zwar hört er sie nicht jeden Tag, wenn es auch scheint, sie mögen diesen Hochplatz, der eine weite Aussicht bietet und wo sie flötendes und plapperndes Kleinvogelvolk selten stört. Vor einiger Zeit hatte er eine alte, schön illustrierte und gut erhaltene Bibel erworben. Er wollte sie nur besitzen. Jetzt nahm er der einzig den biblischen Gedanken des Religionsunterrichtes kannte, das schwere Buch, das kaum auf seinen Knien Platz hatte, an, als fluchtweise aus dem unentwirrbaren Wust des Backdruckwissens und las sich fest an den prallen Geschichten des Alten Testaments. In seinem Unterbewusstsein bildete sich dabei eine Art Ursuppe, und als der Teller überlief, hatte das Bewusstsein erfasst, dass alle jene Geschichten, wie auch immer ihr Ausgangspunkt und ihr Lauf durch Zeit und Räume waren, auf ein Zentrum zutrieben, das sie Gott nannten. Und war doch die Suche nach der Lebensordnung des Menschen. Im Augenblick wusste der Mann fast, auf welche Weise sein Roman zu schreiben wäre, vom feinsten Gezweig allem Erfahrenen hin zum Stamm der denkbaren Fragen und im Wurzelstock unter der Oberfläche fänden sich nicht gewusste Antworten, worteinfache vielleicht oder nur von Bildern ablesbar. Der Mann legte die Bibel auf den Kaminsims, achtlos, fremd und lachte auf. Im Kopf stak ein Rilke-Vers. Er nahm ihn für sich und deklamierte mit großer Geste für den kalten Kamin, das leere Zimmer, das leere Haus, das leere Kartoffelfeld rund darum. Für die Eiche vor dem Gartentor, die Schwäne auf dem Teich, für das Wasser und die Luft. Wer jetzt sein Buch nicht schreibt, wird später es nicht schreiben. Reckte sich und schrie wie ein Wildmann, ho! Und dann lachte er, lachte sich aus und hatte sich niemals zuvor ernster genommen.
Und dann war er gegangen und hatte in die sandige Leere am Haus 12 kniehohe Wacholder gepflanzt. Heimische, chinesische, manchurische, 2 aus den Abruzzen und 2 vom balkanischen Karst und nicht geahnt, dass sie einmal das Haus überwachsen würden. Die Fremde, die weit hergekommen war, um zu fragen, fragte ihn, vielleicht auch sich, nach der Kraft des Trotz allem. Sie stand neben der Buche, die sie in ihrer Besonderheit bestaunte. Der Mann wies sie hin auf das Astwerk, die armdicken Äste in halber Höhe, 10 Meter ausladend, die untersten dem Boden aufliegend und an einigen Stellen dünne Zweige als eigene Wurzeln in die Erde treibend und, wie der knorrige, steingraue Wurzelstock, ein Felsblock zu sein vorgebe. Die Frau, ein Großstadtmensch, begriff solche Antwort nicht. Wie der Baum halte es er. Das Licht seien die kleinen Freuden, die man auf dem Feldwein des Alltages aufsammeln kann, wenn man bereit ist dafür. Ein Lebenselixier. Gut gegen alle Art Nebel und Düsternis, die den Kopf lahm und das Herz schwach werden lassen. Das grelle, dürrende seien das lebensfeindlich hirnlose Herrentum des Geldes, die Archivierung von Ethos und Moral in Museen und Sonntagsreden sei das Siechtum von Kunst und Kultur. Man muss es registrieren, um in der Welt zu bleiben, darf es aber nicht speichern, im Kopf und nicht ans Herz lassen. Die Frau hat sein, sie sagt, Selbstgespräch in Stichworten mitgeschrieben. Sie fragt nach Optimismus und Pessimismus. Der Mann sieht sie an, sie meint es ernst, hält Antworten dazu für sinnvoll. Er hält ihre beiden Hände offen hin. Optimismus, Pessimismus, das sind seit Hiroshima leere Worthülsen oder Blindkarten. Er führt sie zu einem kniehohen Strauch, dem einzigen Gewächs, das er trotz ausdrücklicher Warnung des Gartenbuches gepflanzt hat. Er hatte in einem Park eine Strauchkastanie gesehen, brusthoch, 2 oder 3 Meter im Quadrat, breit und rötlich, gelblich und weiß, in aufrecht stehenden Dolden blühend. In einer Baumschule fand er einen Bruder des Strauchs, 2 Handspannen hoch in einen Topf, und setzte den Zwerg am selben Tag wie die Buche in Torf und guter Gartenerde an einen sonnigen Platz, wo er unbedrängt zum Wunderstrauch erwachsen könnte. Das Sträuchlein wuchs an und steckte sich im Frühjahr darauf 2 zarte, schöne Kastanienkerzen auf. Jetzt nach fast 4 Jahrzehnten steht es immer noch so da. Existierend, vegetierend, lebend, fragt er. Die Frau sagte, sie wisse nicht, wie er die Begriffe gewichtet. Das Ding aber hätte er vernünftigerweise vor 30 Jahren ausreißen müssen. Das Experiment wäre ja offensichtlich misslungen. Misslungen, entgegnete er. Sei sein Vorhaben, eine breit gewachsene, blühende Strauchkastanie in seinem Garten zu haben. Das Experiment habe sich erst danach ergeben. Ein Lebendes wird an einen Platz gesetzt, der ihm nicht gemäß ist, vielleicht sogar feindlich. Was macht es? Die Leute sagen, es vegetiere. Es sagte trotzig und selbstbewusst, ich lebe. Jener große Strauch, den er einmal gesehen habe, sprach der Mann weiter, stand in anmutigem, gemäßem Grund. Er hatte alles, was er brauchte. Auch Zeit. Man sagte, er sei weit über 100 Jahre.
Der war sehr schön. Ich nahm die Augen voll von seiner Schönheit. Vor meinem Sträuchlein ziehe ich den Hut. Das klingt seltsam, sagte die Frau, als ob sie von einem Menschen, er unterbrach sie. Ich spreche vom Menschen. Er kann nicht wählen, an welchem Stück Erde er ins Leben geworfen wird. Der eine in den Oasen der Welt, der andere in ihren Wüsten. Was war im ganzen Leben ihr tiefstes Erlebnis? Er dachte nach, entspannte sich, dann sprach er langsam, die rechten Wörter suchend. Es war die Osternacht 1946. In unserem Dorf war es Brauch, seit vorchristlicher Zeit wohl, dass sich die Männer, zu denen ein Gehöft gehörte, vor Mitternacht zum Feldgang trafen. Wie in den Kriegsjahren waren es auch in diesem zumeist Frauen. Sie vertraten Tote und noch in Gefangenschaft gehaltene. Wir umschritten betend oder schweigend die Gemarkung, einer von jedem Gehöft, fast jeder mit einem Weidenzweig in der Hand. Ich ging mit dem Vater. Am Rande unseres Ackers steckte ich meinen knospenden Zweig in die Erde. Segen und Frieden. In demselben Augenblick brach von drei oder vier Kirchtürmen das große Ostergeläut die Stille der Nacht auf. Und wir sangen den mächtigen Choral der Auferstehung. Ich sang aus tiefster Inbrunst. Auferstehung war ein so weites Wort, dass ich zur Mitternacht singend am Feldrang in diesem Moment erst wirklich in Leib und Seele begriff, dass ich überlebt hatte. Ich war 30 Jahre alt, noch alle Zeit der Welt zu leben. Die Frau zögerte fortzufahren, fragte dann aber doch, worauf er stolz sei. Warum? Er lachte auf. Da gehe es ihm wie seiner Strauchkastanie. Er habe so viel mageren Boden unter seinen Füßen, dass ein Stolzenbaum darauf nicht wachsen wollte. Sie schaltete ihr Gerät aus und sagte, wie nebensächlich, dass es sie reizte, etwas über diesen mageren Bogen zu erfahren. Er lachte wieder, stand auf und nahm seinen Stock in die rechte Hand. Er begleitete sie bis zum Tor und zeigte auf die Eiche. Auf diesen Baum bin ich stolz. Zurückgehend zum Haus dachte er und dass ich meine alten Jahre annehme, wie sie sind. Unwillkürlich strafte er sich und wäre um ein kleines gestürzt, weil er den angehobenen Fuß plötzlich um eine Schuhlänge vorsetzen musste. Ein schwarzer Laufkäfer hatte die Vorfahrt nicht beachtet. Ihm fiel ein, dass ein Kollege sich in seinen letzten Jahren selbst überzeugt hatte, in seinem früheren Leben ein Pferd gewesen zu sein und in einem anderen ein Laufkäfer. Vielleicht seinetwegen, dachte der Mann, wäre ich beinahe vom Alten am Stock ein Alter am Boden geworden. Die Augen vor den Füßen ging er weiter. Dankeschön. Thank you.